Ich bin gebeten worden, hi, ich bin Philipp, hier auch sowas wie die Künstlerin oder so zu vertreten. Eigentlich bin ich Anna Fries oder Clara Ehrenwert, weil die sind eigentlich angefragt worden, um, ich glaube, die Frauenrate ein bisschen schöner darzustellen. Die arbeiten aber und bestellen euch liebe Grüße. Deshalb bin ich hier, würde deshalb euch kurz vorstellen, was Machina Ex macht, aber auch nicht allzu lange. Ich zeige euch ein Video, das ist mein Plan, und erkläre euch vorher, was die Spezialisierung von Machina Ex ist. Und dann gehen wir eher vielleicht in Diskurs. Machina Ex hat sich in der Uni Hildesheim damals gegründet, weil wir eine Truppe waren, bei denen zumindest Teile von uns Computerspiele ganz schön geil fanden. Und dann haben wir gesagt, naja, das geht doch auch live. Und wollten das Erlebnis, was wir sonst so digital hatten, nämlich dass wir häufig als Spielerinnen gemeinsam vom Computer oder von der Konsole hingen und meistens gemeinsam mit einer ganzen Gruppe von Leuten als quasi eine große Entität uns geprügelt haben, wer jetzt die Maus oder das Gamepad oder die Tastatur bedienen darf. Und es war ein relativ theatraler Vorgang, weil wir ständig damit beschäftigt waren, zu verhandeln, wer macht jetzt was, was machen wir jetzt gemeinsam und uns als Gruppe zusammenzufinden. Und lustigerweise haben wir im Studium als Theaterwissenschaftlerin und Kulturwissenschaftlerin ständig gehört, dass das ja das Tolle an der Liveness vom Theater war, das dann aber wenig zu finden war. Das hat sich, glaube ich, geändert. Das war nämlich jetzt auch schon 9 Jahre her. Das heißt, wenn ich jetzt hier stehe, so als junger Wilder, ist es mit ein bisschen Salz zu genießen, with a grain of salt, weil wir das schon seit 9 Jahren machen. Ich glaube sogar eher zu den alten Tieren gehören im Bereich. Machina Ex macht was Matthias Lilienthal irgendwann mal, als er uns eingeladen hat, für ihn am Haut zu arbeiten, gesagt hat, finde ich geil. Ich paraphrasiere, finde ich geil, ist wie Burgtheater, nur mit Hollywood-Plots und interaktiv. Stimmt. Manchmal versuchen wir auch ein bisschen Politik reinzumachen, manchmal machen wir aber auch nur Sachen, die Spaß machen und versuchen meistens irgendwo dazwischen zu sein. Ich habe euch ein Video mitgebracht, das ist so 1,5 Minuten lang. Ich gucke mal, dass der Sound auch an ist. Und da springen wir gleich in ein Stück, nämlich Lessons of Leaking. Das ist von, ich glaube, vor 2 Jahren, wo wir... vielleicht ist er auch älter, wo wir den Brexit, der da gerade noch nicht, also es war kurz vorm Brexit, der war noch ein lustiger Witz und wir haben darüber nachgedacht, wie eine Welt aussehen würde, in der Deutschland versucht, als Folge von Brexit und allen anderen Exits auch mal auszukommen und haben eine Geheimdienstgeschichte daraus gebaut, in der irgendwann die Zuschauerinnen mitten in der Szenerie stehen. Das ist wichtig. Ihr seht gleich einen Schauspieler, der wird sich, glaube ich, zu erkennen geben, weil die sprechen sehr gut. Sonst seht ihr nur Spielerinnen, die in dem Set stehen. Und das ist eins von vielen Formaten, die Machina Ex gebaut haben und versuchen, Rätsel zu lösen, damit die Szene weitergeht und dabei sich abstimmen müssen. Brauchst du ein Stethoskop? Was ist das denn so? Ach so, dass er das da dran machen kann. Ja. Oder Doktorspiel. Hast du eins? Ja. Ja, super. Was haben wir noch? Ah, jetzt kann ich was hören. Ah. Es gibt verschiedene Geräusche. Knobel spielen mit.
Dokumente nicht vergessen. Das ist ein kleiner Ausschnitt. Was man da sieht, ist relativ typisch für unser klassisches Format. Zuschauerinnen sind mitten im Bühnenbild, zwischen den Schauspielerinnen, Szenen laufen ab. Manchmal gibt es Entscheidungen zu treffen. In dem Stück ist es im Speziellen sehr häufig geht es um die Abstimmung zwischen Publikumsmitgliedern, auch um Entscheidungen zu treffen, welcher Handlungsstrang jetzt fortgeschritten wird. Das heißt, die Handlung ist nicht linear, sondern multilinear. Wir haben auch Dinge, die komplett offen sind oder linear, haben mehrere, Formate in dem der Art entwickelt. Und was ihr da gesehen habt, zum Beispiel, ist ein typisches Beispiel, interessanterweise auch im Susannes Vortrag bei den Videoschnipseln, sagen wir mal, viele Telefone, das ist, glaube ich, ein sehr beliebtes Mittel im Digital-Analogen. Wir versuchen sehr häufig Gegenstände entweder komplett zu bauen Requisiten zu digitalisieren, um die interreaktiv zu bauen und dann quasi in diese szenischen Zusammenhänge zu werfen, wie den Tresor, den wir gebaut haben, wo ein Magnetsensor drin ist, der merkt, wenn man das Stethoskop anlegt, der dann wiederum das Licht und den Sound steuert. Schreiben dafür die Software, bauen dafür die Platinen, löten Sachen zusammen oder schreiben Software für Telefonsteuerungen und erfahren dann Jahre später, dass das andere Gruppen auch gemacht haben und wir den Code vielleicht auch einfach wiederverwendet hätten könnten. Wir haben mehrere Formate gemacht, Dinge mit Telefonen, mit Handys, Dinge an Computern, arbeiten immer an dieser Schnittstelle zwischen dem analogen Raum, allem Zeug, was man anfassen kann und der Liveness von Theater und dann digitalen Technologien, meistens eher im Hintergrund. Und ich glaube, vielleicht reden wir darüber am besten mal. Ja, kommen wir doch alle zusammen. Ich suche nochmal ein Mikrofon. Wo ist denn jetzt? Ah, du hast es schon in der Hand. Ha, super. Ich meine, ihr vielleicht bevor wir irgendwie zu euren Forderungen, vielleicht auch Erfahrungen kommen, die irgendwie auch super in diesen Innovationsfonds, in diesen Prozess jetzt mit einfließen können, vielleicht nochmal einmal vorweg, ich meine, ich habe gesagt sozusagen, ihr lebt diese digitale Affinität, du hast gesagt einfach, weil es Spaß macht, ihr habt Computer gespielt, aber sozusagen, was ist, also es ist irgendwie naheliegend, aber was ist so ein bisschen auch der Mehrwert sozusagen wirklich fürs Theater oder für diese Erfahrung, wo ihr sagt sozusagen, das ist möglicherweise auch was, was sich auf andere, vielleicht auch auf andere Kultursparten oder überhaupt in diese Kulturbranche mit übertragen lässt, so was, was ist das sozusagen an Erfahrungen, die man da machen kann, die anders ist? Und ist schon an, ja. Ich glaube, das, was all diese Beispiele vereint und was auch bei euch ja sehr stark ist, ist, dass man als Zuschauerin nicht nur etwas passiv begleitet, sondern dass man merkt, dass die Handlung, die ich oder die ich mit zusammen mit den anderen ausführe, letztlich dazu führt, dass sich etwas verändert oder quasi diese verschiedenen Teilhabemodelle dazu führen, dass die Aufführung, was natürlich immer im klassischen Theater auch der Fall ist, dass man es zusammengestaltet, aber in solchen Fällen halt noch viel stärker. Und das sind möglicherweise Strategien, die man aus digitalen Erzählweisen kennt, aus Computerspielen oder auch aus Plattformen, wo einfach Beteiligung nochmal auf eine andere Art stattfinden kann. Und das merkt ihr auch, also ich meine, du hast gesagt, ne, ihr habt selber Bock drauf, aber sozusagen das merkt ihr auch als Bedarf von der anderen Seite. Also ich meine, ich habe irgendwie gehört, ne, im Museum ist es ganz oft eben so, dass die Leute schon intuitiv irgendwie eigentlich mit Screens arbeiten wollen und so. Merkt ihr das auch? Also gibt es das als Rückmeldung? Ja. Also ich glaube, eher für Machina war es eher das Gefühl und auch würde ich jetzt beschreiben als, ich bin nicht so tief in dem Diskurs, der zu dieser Veranstaltung geführt hat, aber ich spüre das Flair, das wir vor 9 Jahren von den Theatern häufig gekriegt haben, ist eher so eine, oh mein Gott, wir müssen ganz schnell digitalisieren Panik und Machina X hat eher gecheatet, weil wir gesagt haben, ja, wir machen so Digitales mit Game und waren dann, glaube ich, weil wir sehr nah am klassischen konservativen Erzähltheater dran waren, was in der freien Szene, aus der wir eigentlich kommen, fast schon tabu war damals, waren wir, glaube ich, eher so die so ein Erlösungsversprechen, wenn man damit sich ganz gut Digitalisierung in die Theater reinholen konnte, um dann nach außen hin zu sagen, ja, nee, wir sind total digital. Von den Zuschauerinnen kommt drauf an, wer kommt und kommt drauf an, wo man spielt. Also ich glaube, das ist super interessant, da auch zu gucken. Bei den Institutionen habe ich generell eher das Gefühl, dass die alle immer so in Schnappatmung geraten, wenn es um Digitalisierung geht, was auch immer das heißen soll. Und dann wir
relativ früh viel abgraben konnten da im Förderbetrieb, aber halt auch meistens nichts in den Institutionen groß ändern. Genau, der nächste große Trend kommt. Das wäre nämlich auch meine Frage gewesen, ist sozusagen, man hat das Gefühl, das ist jetzt irgendwie, ja, es ist so halbwegs hotter Shit sozusagen, braucht man das jetzt, um Förderanträge zu bekommen, oder deswegen da die Frage, was schafft es, also für sozusagen vielleicht auch für einen inhaltlichen Mehrwert, wo kommen wir da mehr hin, beziehungsweise ich habe am Anfang der Konferenz ja auch gesagt, sozusagen, ne, es gibt den Kulturrat, der sagt irgendwie, Kultur also hat als Aufgabe, Digitalisierung mit zu begleiten, Hemmschwellen abzulegen, sagt ja auch, das ist eine Aufgabe von euch, die nehmt ihr wahr, Theater war schon immer Spiegel der Gesellschaft, muss es irgendwie auch mit vorantreiben. Seht ihr das als eure Aufgabe oder sagt ihr? Machina X durchaus, ja. Wobei wir auf, ich glaube, dann immer mit verschiedensten Bindegliedern arbeiten. Es gibt zum Beispiel in eins unserer Klassiker und das Klassikbeispiel, was ich da gerne bringe, ist, wir hatten ein Stück 15.000 Grey, was sehr eher popkulturell, sehr trashig war, mit einem Labor, einer Zeitbombe und was in so einem älteren Stil ist, was wir sehr häufig machen ist, und da geht es gar nicht um Digitalisierung, sondern eher um Technikvermittlung und auch Kulturvermittlung, die Kulturvermittlung von Technik, also ein Kompetenzgefühl. Und wir haben irgendwann er durch Zufall entdeckt, dass wenn wir Wählscheibentelefone als Device haben, wir erinnern uns alle, ja, dass das zu einer Umkehrung zum Beispiel, und mit sowas versuchen wir häufig, nicht immer, aber kommt auf die Produktion an zu spielen, weil wir dann so, sagen wir, eher Abonnentenpublikum hatten, die meistens am Anfang eher gelähmt sind und schockgelähmt, weil es jetzt um Interaktion geht und sie denken, sie müssen bei uns was machen oder gleich spricht sie jemand an und interviewt sie über ihren Lebenslauf. Und das heißt, die sind meistens eher aufmerksam, schauen, während jüngere Digital, was auch immer, gleich reinspringen und versuchen alles zu lösen, dann aber sehr schnell zum Stillstand kamen stehend vor dem Wählscheibentelefon und versuchten das so zu bedienen, was dann wiederum vom Abonnentenpublikum, das im Hintergrund steht, nur amüsiertes darf ich? Hervorgerufen hat. Und solche Situationen lassen sich gerade, wenn man an diesen Grenzstellen arbeitet und gut ausnutzen, um eine Vermittlung in beide Richtungen zu machen. Wobei ich behaupten würde, dass die Richtung, die ich gerade beschrieben habe, meistens einfacher ist, als das eher schon digitale oder neuere Technologien in die andere Richtung zu vermitteln. Okay. Ich glaube auch, einerseits, also ich glaube, es müssen jetzt nicht alle Künstler plötzlich programmieren lernen und irgendwie digitale Projekte machen, also auf keinen Fall. Aber ich denke, dass die Auseinandersetzung mit digitalen Phänomenen, die einfach einen sehr großen Teil unseres Alltags einnehmen, die auch viele gesellschaftliche Fragestellungen einfach tangieren, dass eine Auseinandersetzung damit auf jeden Fall notwendig ist und auch natürlich einerseits eine Mitte sein kann, um nochmal Diskurse anders zu bearbeiten, anders als Google und Apple und die großen Firmen, um selbst dann digitale Realitäten mitgestalten zu können. Ich glaube aber auch, dass auch für die eigene Arbeitsweise, auch für die, die nicht programmieren lernen, Digitalisierungsstrategien sehr nützlich sein können. Dass man, also im Kulturbetrieb hat man immer manchmal so ein bisschen Angst vor der Kreativindustrie und sagt immer so, nimmt so ein bisschen Abstand von so neoliberalen Konzepten. Ich glaube aber, dass gerade was so Kreativprozesse oder eben Teilhabeprozesse angeht, dass man da auch viel lernen kann und die eigene Arbeitsweise durch digitale Strategien sehr stark verändern und vielleicht auch nicht verbessern, aber innovative Ideen dadurch finden kann. Ich würde vielleicht, bevor wir auf diesen Punkt kommen, sozusagen, was sind eure Erfahrungen, die vielleicht in diesen Innovationsfonds mit einfließen können, frage ich erstmal, gibt es an dem Punkt schon Fragen? Sie sind herzlich eingeladen. Bitte akustisch bemerkbar machen, weil im Licht sieht man das manchmal, im Gegenlicht schlecht. Okay, dann gerade nicht. Dann machen Sie sich einfach bemerkbar, schreien dazwischen, dann machen wir nämlich jetzt einfach weiter. Genau, es geht ja in diesem Prozess, der jetzt zwei Jahre lang läuft, Kultur B digital, darum eben Erfahrungen zu sammeln, sozusagen, was haben Kulturinstitutionen, aber eben auch Künstler schon für Erfahrungen gemacht mit dem Digitalen. So. Und ihr seid da sozusagen, auch wenn schon seit 9 Jahren, aber trotzdem irgendwie vielleicht auch gerade in der freien Szene an vorderster Front mit dabei. Du hast schon ein paar Punkte mit anklingen lassen. Was würdet ihr euch denn wünschen, was sozusagen bedacht wird in so einem Ansatz, wo es eben um dieses tolle Buzzword Digitalisierung geht? Und was muss man eben bedenken? Vielleicht, dass ihr da nochmal zusammen... Ich glaube, du hast das schon in deinen drei Punkten relativ gut angefangen, weil das allererste ist schon Räume bieten. Und ich glaube, das ist
das kann ich auch aus einer künstlerischen Perspektive sagen, das Problem, was wir sehr häufig haben, auch wenn uns Institutionen und Theater oder Museen, mit denen wir auch gearbeitet haben, angehen, es funktioniert immer nur dann, wenn auch für die Institutionen, wenn es die Räume gibt, das heißt Zeit und Raum. Das heißt, das kann manchmal ein Büro sein, das kann manchmal einfach nur Zeit und Geld sein, aber es klappt nur, sich anzunähern und auch an den Strukturen zu arbeiten und in den Strukturen, wenn man vor Ort Dinge hat. Und dann ist da, glaube ich, relativ viel, da muss sehr viel gedacht werden und das kann auch nur an den Institutionen passieren, diese Räume zu schaffen. Und auf der anderen Seite ist das natürlich, wie immer, aber das hört man, glaube ich, auch von allen Künstlerinnen jederzeit, ist, dafür muss es auch Gelder geben. Und da muss es Gelder geben, die den Künstlerinnen, den Leuten, die da produzieren, in diesen Kulturzusammenhängen mit diesen Technologien und an diesen Technologien arbeiten, zur Verfügung gestellt werden. Weil ansonsten versucht man, glaube ich, sehr viel auf der Infrastrukturebene darüber zu machen, was niemals das gesamte System betrifft, weil die meisten Institutionen, sogar Museen, würde ich sagen, mit den Archivteilen aus, sind sehr häufig abhängig von den Leuten, die für sie arbeiten. Als Freelancer, als immer wiederkehrende Künstlerin, Designerin. Bei Theater ist das Übliche. Selbst bei Ensemble-Theatern gibt es immer wieder diesen Riesenstab an regelmäßigen. Und ich glaube, wenn man da nicht auch Räume schafft, Stellen schafft oder eben Stipendien, wie du gesagt hast, das ist, glaube ich, was in dem Bereich extrem notwendig ist, um diese Räume zu schaffen. Genau, ich glaube auch, also zwei Punkte finde ich auch noch besonders wichtig, eben die Bündelung von Wissen, was schon da ist, wie du auch gesagt hast in deinem Vortrag, man will irgendwie das Rad immer neu erfinden und eigentlich gibt es vielleicht schon andere, die schon mal die gleichen Probleme hatten und dass man sich nicht immer so daran aufhält, irgendwie erst zu recherchieren, wo gibt es was oder welche Programmiererinnen können einem da unterstützend zur Seite stehen, sondern dass es irgendwie eine Art Netzwerkstelle gibt, die eben Wissen zugänglich macht und die auch eben das Open Access stellt, also dass man Zugriff darauf hat und somit einfach auch gemeinsam irgendwie voneinander lernen kann und auf irgendwie das Wesentliche, quasi die Themen oder die ästhetische Verarbeitung dann dafür wieder Zeit hat. Und das andere, was ich denke, was auch wichtig ist, hatten wir auch sehr schön in dem zweiten Vortrag gehört, die Frage nach Präsentation von unfertigen Produkten, also dass mehr das Prozesshafte oder das Entwickeln von Prototypen in den Fokus rückt, um wirklich Dinge auszuprobieren und nicht immer schon so Angst vor dem Produkt zu haben, weil es natürlich lange dauert, um eine Software zu entwickeln, aber so diesen Gedankengang von der Idee zu dem, was man eigentlich vermitteln will, den können eigentlich alle machen. Zwischendurch habe ich auch mehrfach gehört und ich glaube, das kam auch in anderen Vorträgen mal raus. Also ich meine, ja, du hast es zwar gesagt, muss nicht jeder programmieren können, aber das ist zum Beispiel mittlerweile auf so vielen Ebenen ist es ein Bedarf, da einfach auch das Know-how zu haben. Ich meine, das sind ja auch Überlegungen, jetzt würdet ihr trotzdem sagen, das wäre doch eigentlich gut. Also ich versuche gerade, ne, was kann man wirklich irgendwie, also was kann man mitnehmen? Es gibt die Projektansätze, sozusagen Piloten zu sagen, eigentlich müsste es vielleicht erstmal so eine Stelle geben, wo sich Leute auch wirklich ausbilden, also sozusagen da ausbilden lassen können. Ihr habt ja auch beschrieben, das habt ihr sozusagen alles im Learning by Doing für euch selbst gemacht. Ist das ein Weg oder? Ich glaube, es gibt ja eh nicht eine, also ich glaube, wenn wir versuchen, eine große, dicke Lösung zu finden, ich glaube tatsächlich, ist wichtig, es müssen nicht alle programmieren. Ich kenne genug auch Künstlerinnen, die arbeiten an digitalen Technologien oder mit Digitalisierung oder irgendwie in diesem Assoziationsraum, ohne jemals Code anzufassen. Entweder mit fertigen Code-Teilen oder mit bestimmten Werkzeugketten. Wir haben uns gestern noch getroffen mit einem Haufen von Künstlerinnen, die hier auch zum Beispiel da sind, mit kleinen Firmen, die am Kulturbereich interessiert sind und dran sind. Es gibt relativ viel da draußen, wo das gemacht wird. Es ist eher so, dass häufig arbeiten wir alle, also ich kann jetzt nur vom Theater sprechen, auf eine Premiere hin. Das heißt, wir sind meistens sehr gut mit uns selbst beschäftigt, weil wir haben eine Deadline abzugeben. Das hat auch was damit zu tun, dass es eine gewisse Unwilligkeit gibt für Prozessoffenheit und das Zeigen von, ja, wir sind hier übrigens nicht fertig, aber wir arbeiten gerade daran und das auch schon als Aufführung oder als Präsentation zu begreifen und Räume dafür zu schaffen. Diese Dinge sind sehr wichtig, weil absurderweise sind die sogar im Software, wenn man mit Software-Developern redet, sind das Dinge, die sogar größere Firmen mittlerweile versuchen, da reinzuholen. Und es ist nicht gut, weil die das tun, sondern die tun das, weil das gut ist. Und ich glaube, das ist was, wo man, wo interessanterweise häufig so eine Scheuheit passiert. Und deshalb ist, ich glaube, es ist wichtig, Stellen zu schaffen, die eine gewisse
ein gewisses Mindset mitbringen. Das muss nicht mal das Skillset sein, ich kann jetzt C-Sharp programmieren oder bin super in Python, sondern zu wissen, was da draußen gibt, wen man fragen kann. Und es ist nicht das IT-Department, das ist auch sehr wichtig, weil die haben genug Arbeit und meistens sogar zu viel und meistens gibt es von denen zu wenig, sondern das sind eigene Personen, ein eigener Personenkreis mit einer gewissen Expertise und die gibt es auch in den bei den Künstlerinnen und die kann man da auch suchen, da kann man auch fragen, wir sind da draußen und wir können auch sehr gut aufeinander zeigen in den verschiedenen Expertisen. Wer kann eigentlich was bauen oder wer hat das schon gebaut und kann euch vielleicht sogar die Software liefern oder zumindest das Know-how und euch dahingehend konsultieren. Und da gibt es eine Menge draußen und ich glaube, da sollten auch die Künstlerinnen mehr mit reingeholt werden in diesen Diskurs, weil sonst hängen wir am Ende nur noch bei Ticketing-Systemen. Ich glaube, das war ein ganz gutes Abschlusswort. Falls jetzt nicht noch Fragen sind, hat sich mal doch, hier vorne haben wir einen. Einmal das Mikro. Jetzt. Ja, ich habe eine Frage und zwar, wir haben bei den ersten Vorträgen vor allem was über Museen und so weiter gehört. Da gab es Institutionen, die digitale Projekte machen als Experiment und das aber dann offensichtlich auch teilweise regelmäßig nutzen. So jetzt bei den Beispielen, die wir aus dem Theater gehört haben, das waren eigentlich alles freie Projekte oder die vielleicht in irgendwelchen freien Produktionshäusern zu sehen sind. Für mich war die Frage, was hat eigentlich ein Theater, wenn wir jetzt mal über Kulturinstitutionen in Berlin nachdenken, dann haben wir hier eine ganze Reihe von Stadttheatern oder Opern. Was haben die denn eigentlich von solchen digitalen Projekten? Oder ist das ein reines Thema für die freie Szene? Ich glaube, das ist ein bisschen eine andere Debatte, die nochmal danach fragt, inwiefern sich Stadt- und Staatstheater auch für Kollektive oder für freie Projektideen öffnen sollten oder können. Letztlich, glaube ich, liegt es daran, also meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach, liegt es einfach daran, dass wenn man frei produziert, dass man andere Herausforderungen hat, natürlich auch trotzdem prekäre Situationen, man muss einen Antrag stellen, der muss irgendwie gefördert werden, aber er bietet auch einen gewissen Freiraum, was Ideenentwicklung angeht und was unabhängig von so großen Apparaten, mit denen man erstmal klarkommen muss, vielleicht ermöglicht, dass gerade in der freien Szene deshalb viele innovative Ideen entstehen. Was natürlich nicht heißt, dass nicht auch im Stadt- und Staatstheater auch solche Projekte schon geplant oder umgesetzt werden. Ich würde auch immer sagen, wenn das Staatstheater nicht glaubt oder feste Theater, Stadttheater, Institutionen nicht glauben, dass sie was brauchen, dann brauchen sie es wahrscheinlich auch nicht, weil dann sind die wahrscheinlich ziemlich zufrieden mit den 0,6. Wobei, das stimmt nicht. Da waren sehr viele exkludiert, die da drüber standen, Prozentsatz. Also ich glaube auch, dass wir, da brauchen wir uns nichts vormachen. Ich glaube, der Punkt ist, in der freien Szene passiert mehr. Wobei ich da auch immer die Stadt, also einige Staats- und Stadttheater, mit denen wir immer zusammengearbeitet haben, und ich weiß auch aus der freien Szene ständig Gruppenkünstlerinnen eingeladen werden. Das passiert, aber es passiert meistens nur in so einer, in Festivalrahmen, weil da gibt es für die Institutionen häufig eine höhere Freiheit und ich glaube, da hängt es auch mit den Vorgaben für sowas zusammen, wo dann Leute aus der freien Szene oder Agenturen oder sonst was hinzugezogen werden und ansonsten muss man halt den normalen Schiffsbetrieb durcheiern. Ich glaube, da hängt sehr viel fest, aber wichtig ist auch, es muss ein Bedürfnis sein und ein Bedürfnis im Haus existieren, ansonsten kannst du es gleich knicken. Ja, ich denke auch, ich meine, wir haben es ja mehrfach schon gehört. Eine Frage? Oh, ganz unbedingt, Sie. Ja, genau. Ich möchte nur hinweisen auf ein Vorhaben, was Kai Voges, Direktor vom Schauspiel in Dortmund, unternimmt. Der hat im Frühjahr eine Konferenz veranstaltet, die hieß Enjoy Complexity. Ich glaube, da bist du auch aufgetreten, oder? Bin ich nicht, aber ich weiß, was kommt. Ja, genau. Und der gründet gerade eine Akademie für Digitalität im Theater und hat dafür sehr viel Backup. Und es geht ihm darum, mit seinem Team eben das Thema Digitalität auch im Stadttheater voranzubringen, weil er sieht, dass da was getan werden muss. Aber es gibt eben auch ganz viele Möglichkeiten. Und die alte Dichotomie zwischen freier Szene und Stadttheater hilft da, glaube ich, an der Stelle überhaupt nicht weiter. Rimini-Protokoll macht mindestens genauso viel im Stadttheater wie frei. Und das gilt auch für andere Gruppen. Ich glaube, das ist hier gar nicht der Punkt. Ich glaube auch, das ist ein gutes Beispiel mit dieser digitalen Akademie, weil die ja auch von der Bundeskulturstiftung gefördert wird, dass es dann irgendwann Stipendien für Künstlerinnen, die sich darauf bewerben oder dann die teilhaben. Die digitale Akademie, das wäre dein Vorschlag? Nee, das ist das, was eine Idee, die Kai Voges angestoßen hat und die auch zusammen mit der Bundeskulturstiftung ausgeführt wird. Und ich glaube, es gibt schon viele andere Ansätze auch in der Art. Auch hier in Berlin gibt es die Performersion, die mit der Republika und mit dem Performing Arts Programm kooperiert. Es gibt an der Parkaue gerade so ein Laborprogramm. Also ich glaube, es gibt schon ganz viele kleine Ansätze, aber die brauchen eben auch die Unterstützung.
Und ich würde auch sagen, solche Ansätze brauchen eine Verstetigung. Also auf lange Sicht, glaube ich, können wir auch nicht drum hinaus, als dass wir können nicht irgendwo in Dortmund ein Haus stehen haben, das ist so ein bisschen offen und die anderen machen das, was sie schon immer machen. Also wenn es ein Bedürfnis gibt, glaube ich, brauchen wir wahrscheinlich in jeder Region solche Orte und oder wahrscheinlich und verschiedene Orte, um da genau anzusetzen. Ich würde mal... Ja, dann ich gucke mal kurz über unser Zeitmanagement. Ich möchte mich bedanken für die Vorträge und mich freuen über die Kontinuität der Kunst und Digitalen. Wo sind Sie denn? In Berlin hat er eigentlich eine besondere Geschichte in der digitalen Kunst. Mit der Netzkunst am Anfang der 90er, gleich mit dem Aufkommen des Netzes, also jetzt vor 25 Jahren. Und ich wollte nur daran erinnern, den vielen Institutionen, die hier sind, dass da bisher auch noch gar nichts passiert ist. Also da gibt es kein Archiv, da gibt es keine Restaurationsmöglichkeiten. Die Arbeiten gehen jetzt alle verloren, sind alle nicht mehr da. Es gibt auch keine Ausbildung, was hier angesprochen worden ist. Das ist ein guter Punkt, wie man damit überhaupt umgeht. Also ich meine, hier im Theater dokumentiert das als Video, davon gehe ich mal aus, aber originär im Netz oder im digitalen entstandene Materialien, da haben wir überhaupt keine Form oder keine Art und Weise damit umzugehen. Und ich glaube, da bräuchten wir auch Strukturen und Möglichkeiten, die das auch als identitätsstiftendes Moment möglich machen. Mhm. Ja, ich glaube, das passt irgendwie auch nochmal gut zusammen, so was eure Positionen sind. Ich habe gerade gesehen, wir müssen leider weitermachen.